Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video zeige ich euch alle Brawler-Liebesbeziehungen, alle Brawler-Familien und Brawler, die eben zueinander gehören, in einem brandneuen Brawler-Stammbaum. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es ein richtig, richtig nices Video. Und zwar ist ja heute Valentinstag. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber ja, heute ist auf jeden Fall Valentinstag. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Valentinstag. Ich verbringe Valentinstag leider alleine, Freunde. Einmal eine Runde Mitleid würde ich auf jeden Fall sagen. RIP an der Stelle. Ich denke, viele von euch verbringen auch Valentinstag alleine. Allerdings gibt es einige Brawler-Leute, die tatsächlich Valentinstag wahrscheinlich nicht alleine verbringen werden. Denn in diesem Video stelle ich euch tatsächlich mal alle Brawler-Liebesbeziehungen vor und alle Brawler-Familien generell, also den kompletten Brawler-Stammbaum mit allen Beziehungen, mit allen Paaren. Auf jeden Fall ein richtig nice Video, Leute. Lasst doch mal ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Leute. Und zwar im Prinzip, wir haben 44 Brawler. Ich habe alle 44 Brawler untergebracht. Es war gar nicht so einfach. Ich habe das Ganze selbst gemacht, denn die meisten Stammbäume, die man so findet, sind eben nicht komplett. Ich habe einen kompletten Stammbaum auf jeden Fall entwickelt, Freunde. Ja, war auf jeden Fall ziemlich aufwendig, deswegen würde ich mich, wie gesagt, über Support freuen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Leute. Ich habe auch hier schöne Bilder rausgesucht, die diese Beziehungen belegen, auf jeden Fall. Aber wir kommen erstmal, bevor wir zu den Paaren an sich kommen, hier zum Stammbaum. Und zwar sehen wir als allererstes hier Lou und Mr. P, ne? Genau, Mr. P leitet ja ein Hotel, ihr wisst es, Freunde. Und da ist Lou auf jeden Fall natürlich ein Mitarbeiter, ne? Er ist die Eismaschine, Leute. Er ist für das Eis verantwortlich, für die Gäste. Und wenn wir eine Stufe drunter gehen, sehen wir auf jeden Fall, aha, der Rentner ist natürlich auch angestellt bei Mr. Peter im Hotel. Der Rentner kennt auch zwei Kumpanen, auf jeden Fall aus der Kindheit, ne? Beziehungsweise, nee, nicht aus der Kindheit, was laber ich, ist das Gegenteil, nämlich aus dem Altenheim. Er kennt nämlich Byron aus dem Altenheim und auch den Kollegen Döner Mike, ne? Die spielen immer Bingo auf jeden Fall abends im Altenheim zusammen, deswegen kennen die sich. Ja, wir sehen auch Döner Mike. Ist jetzt tatsächlich in Liebe mit irgendjemandem gewesen. Dort ist ein Fragezeichen, denn leider kennen wir Döner Mikes Frau noch nicht. Aber Döner Mike ist auf jeden Fall ja, quasi der Älteste einer ziemlich, ziemlich großen Familie. Und wir sehen nochmal eine Stufe über Döner Mike noch Colonel Ruffs, ne? Der ist aus dem Space, also aus dem Weltall, ist aber leider allein. Also man weiß nicht, woher er kommt, mit wem er interagiert und so weiter, weil er auch noch in keinem Trio ist und so weiter. Genau, wir haben jetzt schon mal hier das erste abgearbeitet. Und jetzt kommt schon mal die erste Beziehung, und zwar Pam und Bull. Und zwar ist eben tatsächlich Pam, ja, die Tochter von Dynamike, meiner Meinung nach, Leute. Bull ist, also das dürft ihr nicht falsch verstehen hier, Bull ist nicht natürlich der Sohn von Dynamike, sondern Bull ist quasi, man weiß man auch nicht, woher er genau kommt. Aber Bull und Pam sind schon mal hier das erste Pärchen. Da würde ich sagen, wir sehen auch hier ein gezeichnetes Bild, wo man die beiden hier auf jeden Fall sieht, aus früheren Tagen, ja. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich süß, die beiden. Die sind aber auch schon natürlich ein bisschen älter. Ja, wie haben die sich kennengelernt? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich kennengelernt tatsächlich sogar aus der Schule, ne? Vielleicht kennen sie sich schon ziemlich lange. Auf jeden Fall sehen wir auch noch, Pam hat auch jemanden gebaut, und zwar Nani. Das können wir auch sehen tatsächlich in-game, Leute. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Nani gehört auch zu dem Trio von Pam. Und zwar, wenn man auf Nani eben drauf geht. Genau, Freunde, dann sieht man ja dieses Zahnrad auf jeden Fall, was hier so hängt bei Nani. Und genau, das sieht man eben genauso auch bei Pam, bei der guten Mutti. Bei Pam sieht man das auf jeden Fall auch. Genau, hier ist es ihr Halsband. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Was ist noch ein Pärchen? Dazu kommen wir gleich. Erstmal die ganzen Kinder, ja, von Bull und Pam. Die beiden waren auf jeden Fall aktiv, würde ich einfach mal behaupten, in ihrem Leben. Das ist, erkennt man ganz, ganz deutlich. Und zwar sind einmal die Kinder Penny, Jessie, Jackie, Bee, Bibi, Edgar und Colt, Alter. Die beiden haben einfach 7 Kinder bekommen, Leute. Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall verwandt miteinander, die ganzen. Finde ich ziemlich, ziemlich eindeutig, die Ähnlichkeiten. Zum Beispiel, Bibi und Edgar sind eher nach Bull gekommen, ja, von der Ähnlichkeit her. Und alle anderen sind eher nach Pam gekommen, mit den rötlichen Haaren auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal Penny. Und zwar hat Penny 2 Kollegen selbst gebaut, also einmal Tick und einmal Darrell. Und jetzt passt auf, Freunde. Und zwar ist meiner Meinung nach tatsächlich Penny mit Darrell zusammengekommen. Klingt ein bisschen komisch auf den ersten Blick, aber das Ganze ist halt so passiert. Und zwar, Penny hat jemanden gesucht, ja, mit dem sie Abenteuer erleben kann auf dem Piratenschiff. Und dann, ja, hat sie einfach gedacht, hey, okay,
ich nehme jetzt einfach ein paar Teile und baue mir einen Freund sozusagen zusammen, einen Kumpel, ja, mit dem ich Abenteuer erlebe. Und so ist eben Darryl zusammengebaut worden. Was sich dann entwickelt hat, damit hätte Penny wahrscheinlich nie gerechnet. Und zwar hat sie sich über die Dauer wirklich in ihren Freund Darryl verliebt. Und Darryl versucht natürlich, die menschlichen Gefühle irgendwie zu erwidern, schafft es nicht so ganz auf jeden Fall, aber trotzdem gibt er sozusagen sein Bestes, ja. Es ist auf jeden Fall aber eine schöne Beziehung. Und hier sehen wir natürlich auch ein Bild von den beiden, wie sie schöne Abenteuer hier zusammen erleben und zusammen ein Herz hier mit den Händen einfach mal formen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich wünsche den beiden noch weiter viel Glück natürlich. Und ich würde sagen, wir machen mit Jesse weiter. Denn Jesse hat auch mehrere Roboter gebaut. Genau wie ihre Mutter Pam und auch wie ihre Schwester Penny. Und zwar hat meiner Meinung nach Jesse gebaut Barley, 8-Bit, Karl, Rico. Diese Roboter hat meiner Meinung nach eben Jesse gebaut, Freunde. Tatsächlich zwei ihrer gebauten Roboter haben auch irgendwie menschliche Gefühle entwickelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also sie haben eine Art künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Und zwar zum einen eben Karl. Und Karl hat sich dann tatsächlich in die Schwester von Jesse verliebt. Und zwar in Jackie, ne? Die beiden sind nämlich dauernd unterwegs zusammen in den Bergminen und bauen Diamanten ab und Juwelen auf jeden Fall. Und mit den Juwelen gönnen die sich halt regelmäßig dann natürlich in den Shopping-Meilen von Brawlhausen, ne? Und dort gönnen die sich dann auf jeden Fall nice neue Werkzeuge und die beiden fühlen, sind auf jeden Fall sehr glücklich miteinander. Wir sehen hier nochmal ein Bild von den beiden, von Karl und von Jackie. Und hier sehen wir auf jeden Fall auch, wie Karl sein nagelneues Minecart auf jeden Fall gekauft hat, ne? Sein richtig, richtig heftiges Minecart mit 600 PS auf jeden Fall. Und ja, er fühlt auf jeden Fall die Situation. Und Jackie ist auf jeden Fall auch eine schöne Freundin. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen, Freunde. Spaß beiseite natürlich ein bisschen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Und wir sehen auch noch Rico. Und Rico hat sich tatsächlich verliebt in Piper. Piper war erst nicht so überzeugt von Rico, aber Rico hat natürlich auch große Vorteile. Und zwar zum einen kann Rico sich umwandeln sehr oft, ne? Rico ist ziemlich, ziemlich romantisch. Das sehen wir hier auf jeden Fall auch bei dem Bild nochmal. Hier sehen wir auf jeden Fall, wie die beiden zusammen tanzen. Die Liebesbotin Piper und eben der alte Ricochet. Ja, mit seinem Halsband auf jeden Fall, mit seiner Rose, ja. Und er kann extrem gut tanzen. Das hat er perfekt auswendig gelernt, beziehungsweise programmiert, ne, dass er genau die perfekten Schritte absolviert. Und für Glückwunsch an der Stelle. Und Rico, ja, hat es irgendwann auch geschafft, natürlich Piper rumzukriegen sozusagen. Das ist natürlich alles nur meine Auslegung, ne, das wollte ich nur mal hier sagen. Aber die Bilder belegen das auf jeden Fall, dass da schon was laufen muss bei den Brawlern. So, dann kommen wir mal, würde ich sagen, weiter. Und zwar als nächstes zu einer weiteren Beziehung. Und zwar Max und Search, Freunde. Tatsächlich, die beiden haben sich auch kennengelernt. Und zwar haben beide versucht, die Welt zu retten gegen einen Bösewicht. Wer dieser Bösewicht genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es Virus 8-Bit, vielleicht war es Evil Genie. Auf jeden Fall haben die beiden zusammen per Zufall denselben Bösewicht bekämpft und haben sich so kennengelernt und lieben gelernt. Und hier sehen wir auch ein Bild von den beiden, wie sie auf jeden Fall vielleicht heute am Valentinstag zusammen sind, Freunde. Auf jeden Fall sehr nice Sache. Genau, wir machen direkt weiter, Leute. Als nächstes haben wir hier noch Edgar und Colette. Auch Colette und Edgar haben sich kennengelernt, und zwar am Arbeitsplatz. Sie arbeiten ja beide im Brawl Gift Shop sozusagen. Im Starpark, ne? Und dort haben die beiden sich kennengelernt und sich ineinander verliebt. Man muss sagen, dass Colette auch ein bisschen in Spike verliebt ist, aber sie hat sich dann doch dazu besonnen, dass es nicht so perfekt ist, in einen Kaktus verliebt zu sein, weil er relativ stachelig ist, und hat sich dann doch mit Edgar auf jeden Fall abgegeben, sage ich jetzt mal. Und ja, wir kommen auf jeden Fall weiter, Leute. Und zwar als nächstes zu dem Family Tree hier, also zum Familienbaum von der Boxerin. Und zwar, die Boxerin war früher mit Bo zusammen verliebt, meiner Meinung nach. Und dort sind dann Danita und Leon entstanden. Ihr wisst, die beiden Brüder. Genau. Deswegen ist auch Bo der Vater, ne? Dementsprechend von Danita und von Leon. Danach ist die Boxerin allerdings mit dem Boxer zusammengekommen. Ihr wisst, Boxerin und Boxer, natürlich sind die beiden heutzutage verliebt. Und ja, da habe ich leider kein Bild, um ehrlich zu sein. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber vielleicht finde ich sogar noch eins, dann blende ich das hier ein. Zusätzlich hat die Boxerin Sprout selbst gebaut, ne? Als sie eben langweilig war. Im Lockdown. Und ja, dann hat eben noch der Boxer hier eine Freundschaft zu Amber. Die hat er auf jeden Fall kennengelernt, weil Amber tatsächlich aus Versehen ein Feuer gemacht hat. Und ja, der Boxer war halt bei der Freiwilligen Feuerwehr früher. Und dort haben die beiden sich natürlich kennengelernt, Kappa. Naja, jedenfalls, die Boxerin und der Boxer haben auch zwei Kinder bekommen. Und zwar einmal Shelly und einmal Brock. Ist zumindest meine Meinung. Und zusätzlich gibt es dann die Liebesbeziehung zwischen Colt und Shelly tatsächlich. Und das sehen wir hier nochmal, wie die beiden auf jeden Fall hier am Start sind. Die beiden haben sehr ähnlichen Style, ähnliche Interessen. Der Wilde Westen begeistert die beiden eben.
Und das passt natürlich dann optimal, ja. Und ja, dann haben wir noch eine Freundschaft tatsächlich, und zwar Spike und Crow. Die beiden haben es in der Wüste kennengelernt. Spike steht halt einfach so rum in der Wüste und Crow kam dann halt einfach, ist halt vorbeigeflogen, hat diesen Spike eben gesehen und wollte sich ein bisschen ausruhen, hat gelandet und dann haben die beiden sich einfach kennengelernt und sehr, sehr gut verstanden. Deswegen dementsprechend natürlich hier eine tolle Freundschaft. Ein weiteres Paar haben wir auch, und zwar Ems und Poco-Freunde. Und zwar sehen wir hier nochmal auch ein sehr, sehr schönes Bild von den beiden. Love You Forever seht ihr da natürlich auch noch, Freunde. Sehr, sehr romantisch auf jeden Fall. Ja, die beiden haben sich per Zufall tatsächlich kennengelernt in der Stadt einfach. Und hat einfach direkt gepasst. Und ja, die beiden sind ein wunderschönes Paar. Also Glückwunsch an dich nochmal, Kevin, natürlich hier. So, und dann, Freunde, kommen wir nochmal zu einer weiteren Familie, beziehungsweise nicht ganz Familie. Und zwar haben wir nochmal hier Sandy, Jeannie, Tara, Mortis und Frank am Start tatsächlich. Ja, tatsächlich sind Tara und Mortis auch zusammengekommen. Interessant auf jeden Fall, Freunde. Ihr seht hier nochmal ein Bild von den beiden, wie sie hier am Start sind. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Mortis hat sich auf jeden Fall Tara geklärt. Man muss sagen, Tara hat auf jeden Fall auch einen interessanten Charakter, sage ich jetzt einfach mal, weil Tara ist sehr, sehr in ihr Kartenspiel fixiert, sage ich mal. Aber Tara schafft es aber auf jeden Fall auch grundsätzlich sehr, sehr anziehend zu sein mit ihrer Ulti, nämlich. Da kann sie ziemlich, ziemlich anziehend wirken auf jeden Fall. Und Mortis wurde auf jeden Fall dementsprechend angezogen und hat direkt in die Karten gucken wollen sozusagen. Naja, wie auch immer, Freunde, auf jeden Fall, die beiden sind zusammengekommen. Mortis und Frank sind natürlich befreundet. Es ist eher so eine Hassfreundschaft, weil Mortis oft Frank mobbt und Frank hat eigentlich einen besseren Kumpel verdient. Leider hat er noch niemand anderen kennengelernt und deswegen, ja, ist er ein bisschen wütend oft, aber ja, trotzdem auf jeden Fall eine Freundschaft ab und zu ganz gut auch. Und auf jeden Fall haben wir noch Jeannie und Sandy. Jeannie und Sandy kennt Tara auf jeden Fall von ihren Magieausflügen. Und zwar hat sie eben Jeannie und Sandy halt eben kennengelernt, als sie mit ihren Karten gezaubert hat und in einer Art Zauberwelt war. Und dort hat sie eben noch Jeannie und Sandy kennengelernt, Freunde. Und damit sind wir auf jeden Fall auch mit dem Stammbaum durch. Ihr seht jetzt hier nochmal den kompletten Stammbaum eingeblendet mit allen Beziehungen auf jeden Fall. Die pinken Linien stellen, wie gesagt, immer eine Beziehung oder eine Ex-Beziehung da sozusagen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was haltet ihr von meinem Brawler-Stammbaum? Ich habe Dinge halt integriert, die wir schon wissen und Dinge noch versucht, eben möglichst realistisch dazuzusetzen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wie gesagt. Und ja, wünsche ich euch weiterhin, Freunde, noch einen schönen Valentinstag. Ah, aber bevor ich es vergesse, was wir auch passend zu Valentinstag auf jeden Fall mal machen müssen, ist, wir müssen uns natürlich den Romantiker Lu noch holen, Leute, mit Creator Code Lukas, weil der Romantiker, der passt natürlich auch hier perfekt, ne, zu Valentinstag mit seinem Herz. Ich würde sagen, Freunde, damit haben wir auf jeden Fall den Stammbaum fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Valentinstag. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.